Hey Leute, am heutigen Tage mal aus aktuellem Anlass. Ja, zu meinen Videos verirren sich ja mittlerweile auch einige Hater. Danke dafür. Ihr gebt mir das Gefühl, wirklich was erreicht zu haben. Und da denke ich mir doch, ich bin berühmt. Ah! Scheiß Magnetwände. Ich dachte immer, Trends ebben irgendwann von alleine wieder ab. Ich glaube allerdings, aufgrund mangelnder Intelligenz oder Kreativität trifft das im besagten Fall leider nicht so zu. Schwul ist ganz knapp vor behindert immer noch des Haters beliebtestes Synonym für Scheiße. Aus gegebenem Anlass sei mir an dieser Stelle gestattet, einen Kandidaten aus dieser Masse zu erheben. Mann, du bist schwul, Alter. Ich sag's nicht noch einmal, du bist ein Schwulratte. Das Video gucken mehr Schwule als Christopher Street, ey. Damit habe ich deinen Abonnenten gleich mal mitbeleidigt. So voll zwei Fliegen mit einer Klappe und so. Weißt du, hier, ich bin voll intelligent. Hä? Arschloch. Die Leute denken aber auch, wenn sie Untergrund im Namen haben, sind sie hart. Zwickau, Untergrund! Ich stehe auf Recherche. Ich habe gelesen, dass das BKA immer noch jährlich Kriminalstatistiken veröffentlicht kann, aus denen hervorgeht, dass gewalttätige Übergriffe gegenüber Homosexuellen weiter zunehmen. Aber ein Glück quatschen wir ja hier immer noch von einer, ach so, toleranten Gesellschaft. Toleranz, was ist das? Jemanden so zu akzeptieren, wie er ist, oder doch eher jemanden zu ertragen, obwohl er so ist. Wie er ist. Ja, ich gestikuliere. Und Mama Mia, ich mag das. Let's go. Wo waren wir gerade? Ein weiteres sehr cooles Beispiel dafür, dass wir einfach noch nicht so weit sind, beweist ein Gerichtsprozess aus Kanada. Kanadier. Dort klagte ein Mann, der behauptete, ein Marsmensch zu sein, gegen seinen Nachbarn. Die Klage wurde sofort abgewiesen. Die Begründung des Gerichts: Außerirdische hätten kein Recht, irdisches Recht einzuklagen. Das ist so gut. Intolerante Menschen sind Loser. Genauso wie Hater. Oder Banker letztes Jahr. Hater und Banker kommen ja ungeschoren davon. Warum? Weil die Welt nicht gerecht ist. Dafür gehören sie zu der Sorte Menschen, die mit dem Gewissen leben müssen, dass ihr Stand in der gesellschaftlichen Werteskala irgendwo zwischen Fahrkartenkontrolleuren und Pädophilen liegt. Zum Schluss für euch noch ein schöner Satz zum mal drüber nachdenken, wo wir ja gerade bei Loser waren und so. Verlieren ist die Chance, die man nicht will. Die Möglichkeit, auf die man lieber verzichtet hätte. Also Jungs und Mädels, vergesst nicht, mir 5 Sterne zu geben und euch 10 Kanäle anzulegen, damit ihr 10 Daumen nach oben geben könnt. Und als zur Hölle ist das schon wieder so ein Skript von Härte. Na, wahre seine Anonymität, sonst ist das Mobbing. Okay, nennen wir ihn H.T.Oreo. Ja, findest du das eigentlich okay, sowas ans Ende von einem Anti-Hater-Video zu machen? Ja, das ist was anderes.